Hallo Leute, willkommen zurück zu Dark Souls 2, bei dem wir Drachen erledigt haben und ich kann immer noch nicht reden, wie ihr sicherlich festgestellt habt. Ist aber her, ich kann mich gerade nicht sehr gut erinnern. Wir haben Seelen und wir haben die Drachenseele, Drachenwächterseele. Ich hätte mal nachschauen können, was da drin ist, mache ich vielleicht dann einmal. Und das Kettenleuchtfeuer, finde ich schön. Cool, wir haben einen Drachen erlegt, wir sind sogar im Drachen... Jetzt muss ich nochmal nachschauen, ob der Ort wirklich so heißt. Horst? Ja, der Ort heißt wirklich Drachenhorst. Nicht Drachenhort, nein, Horst. Okay, da war unser Ziel. Dann machen wir weiter. Soweit es geht, halt bis zum Ende vielleicht? Keine Ahnung. Jedenfalls gibt es noch einen weiteren Weg, den ich noch komplett übersehen habe, den ich nämlich gehen kann, wenn ich den Königsring habe. Ja. Aber das mache ich danach erst. Eins am anderen. Jetzt erstmal Drachenhorst. Horst, der mutige Krieger. Okay, das ist sehr weitläufig, wenn ihr mich fragt. Wo zur Hölle fange ich hier an? Da vorne ist auf jeden Fall ein Feind. Man weiß immer, man soll erstmal die Wege entlang gehen, wo Feinde sind. Ich nehme alles zurück, da ist was aus Stein. Sag mir jetzt nicht... Also, wenn ich jetzt seitlich an ihn eigentlich vorbeigehen könnte, wäre nicht der Weg. Ach komm, ey. Ah, kommen die überhaupt mal hier runter? Ich glaube, mein Ziel ist auf jeden Fall da vorne. Aber wie komme ich jetzt hier weg? Kann ich irgendwie... Nee, das bringt aber nichts. Ich muss ja auch... Ich bin ja irgendwie da. Schön, wie meine Sätze zu Ende gehen, nicht wahr? Ich hoffe, ihr freut euch daran. Gut, den Weg entlang, weil der andere ist uns versperrt, weil uns wieder mal ein Duftzweig fehlt. Oh ja, wir können hier rüberhangeln. Das ist physikalisch nicht möglich. Das ist ein langer Weg. Okay. Ich kann gleich schon dahin? Interessant. Hey, ich habe einen Bogen. Nein. Okay, war kein Bogen. Falscher Alarm, Leute. Beruhigt euch. Okay. Da ist was. Oh, nö. Hau ab. Oh, nee. Das sind wieder diese komischen Suizidgefährdeten. Ich höre irgendwie ganz viele von denen. Ach, komm. Warum verpisst du dich nicht einfach? Hä? Oder bist ein ganz toller Zauberer? Ja, das hast du ganz toll gemacht. Ach, komm. Geh doch zurück nach Hogwarts. Ach, fick dich. Wow. Wohl angemerkt, der Zauber war richtig... So ein Haufen, Alter. Das wäre es jetzt noch, wenn ich gegen dich gestorben wäre. Oh, nee. Ja gut, ich nehme alles zurück. Also, Hogwarts hatte ich nicht verdient. Bei Hogwarts haben sie im ersten Film immer nicht mal gezaubert. Aber es ist eine Zauberschule. Bedient, Alter. Ah, hey, noch ein Drache. Ich bin ja jetzt seit neuestem Drachenschlechter, hab mir auch die Enzyklopädie der Drachen angeschaut. Für Band 1 bis 42 nebenbei. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt bestens vertraut. Mit Drachen. Wow, das war knapp. Ich kann euch alles erzählen, was so einen Drachen ausmacht. Zum Beispiel Feueratem ist so ein Drachending. Oder Flügel haben. Auch so ein Drachending. Ist nicht euer Ernst. Diese Kackviecher zerstören meine Rüstung. Ernsthaft?
wow, ist alles kaputt. Ah. Okay, gegen den Drachen werde ich erstmal nicht kämpfen, so wie es aussieht. Nein, 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 warte mal. Lizard, bleib mal stehen. Na, das kann doch jetzt nicht... Das ist jetzt echt überlebt. So. Gut. Also, das geht jetzt schon mal gar nicht, weil die haben meine Rüstung komplett einfach mal kaputt gemacht. Ich hätte jetzt gerne gegen diesen Drachen gekämpft. So ein schöner 1 gegen 1. Das ist nämlich auch so ein Drachending. Das machen die nämlich auch gerne. Deswegen sind sie auch immer sehr alleinlebend, weil sie ja immer die anderen versuchen auszumerzen. Das ist noch so ein Lizard-Ding. Bleib mal stehen. Ah, den habe ich erwischt. Brocken, Knochen. Das ist noch so ein Drache. Wow. Das ist wirklich ein Drachenhorst. Das ist auch so ein Drachending, so ein Horst. Was ist das da vorne? Was bist du? Du störst. Okay, den greife ich nicht an. Das ist mir nicht wert. Seelen. Habe ich einen Weg hier hoch? Ja. Auch wenn meine Rüstung jetzt hinüber ist. Ich will erstmal weiterschauen. Nein, ist ja sowieso alles hinüber gerade bei mir. Ach. Trotzdem nicht schön, was soll das? Oh, du bist so stark geworden. Jetzt müssen wir uns eine andere Strategie ausdenken. Wie wär's, wenn wir deine ganze Rüstung zerstören? So, da, ich hab ich's. Was haben wir denn hier noch? Noch ein Drache? Hab ich noch gar nicht gesehen. Was haben wir hier? Hey, wieder so ein Sprengmütiger. Was? Das ist wieder Reichweite oder ein Radius. Na komm her, du. Mag zwar sein, dass meine Rüstung hinüber ist. Aber meine Waffe ist immer noch ziemlich stark. Da liegt noch was. Drachenknochen, hurra! Die brauche ich nämlich mal für die Bosswaffen. Wird ja auch mal Zeit, dass ich welche bekomme. Kann so früh Knochen, Bosswaffen herstellen, aber upgraden ist irgendwie so nicht so der Fall. Dachte sich die Entwickler bestimmt so, ja du, ne, geiles Ding mit den Bosswaffen. Ja, geil, ne, sagte der andere Entwickler. Aber wie werden wir die denn auf? Naja, mit diesem Material, verstehst du? Aber wo kriegen die her? Und lass mal schnell was zusammenschustern. Drachenhorst entdeckt. Ne, erschaffen, so. Zur Hölle komme ich hier hin. Ich wäre fast runtergefallen. Gott, das ist kein schöner Ort hier, kann ich euch schon mal sagen. Jetzt, nein, not ab! Man kann es auch übertreiben, okay? Man kann es echt übertreiben und das ist übertrieben. So, war ich jetzt hier schon mal? Ich glaube nicht, weil ich höre Ketten rascheln. Der liegt da ganz provokant. Oh fuck. Das wollte ich nicht. Officer. Ach da. Der nächste Ring. Alter, wie viele Lizards? Ja, ihr seid so ganz tolle. Jetzt kriege ich sie nicht mehr platt. Ah. Okay, zwei erledigt.
Musst du mir sowieso schon hinüber? Ab! Ah, Gott, ey. Ich sag's euch, wenn meine Rüstung nicht in Arsch wäre, ich würde es hier mit allen aufnehmen. So, Endhaltestelle, Drache ist wach. Ich habe nun den Auftrag, meine Ausrüstung wieder zu reparieren. Weil ist ja alles kaputt gemacht worden. Danke dafür. Ach, Mann, ey. Es hätte so viel alles schöner sein können, aber nein. Man weiß ja unbedingt, mir das Leben schwer zu machen. Mit orangener, was auch immer. Reparieren. Na, warte mal, erstmal die Ringe sind alle teuer. Fuck, was er dafür haben will. Man betrachtet einfach nur mal hier das Verhältnis. Das sind große Rüstungsstücke. Und die macht er für weniger Mauer als für diese kleinen Dinger da. Ja gut, sind vielleicht auch edler oder so. Oder was weiß ich. So, weißt du, schön war? Nochmal hin. Der Ort hat tatsächlich aber auch nur ein Leuchtfeuer, so wie es aussieht. Sehr interessant. So, ich möchte jetzt auf jeden Fall die Drachenblatt machen. Ich habe richtig Bock drauf. Wahrscheinlich spawnen die auch nicht nochmal nach. Wenn doch, achso, ja, den Weg kann ich ja nicht nehmen dabei, aber es... Leide. Ich leide. Unter diesen Wegen. Der ist versperrt. Gefällt mir nicht. Ich meine, das ist wahrscheinlich alles optional, was ich da gerade gehe, aber... Man möchte ja auch gehen, ne? Ich verstehe das doch bestimmt. Da ist noch irgendwie was. Keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Was haben wir hier noch? Auf jeden Fall kommt der blöde Invade nicht. So, da ist dieses Kackvieh wieder. Ein ganz tolles Vieh. Wow, das wäre jetzt was schief gegangen. So, taumelt hier noch einer her? Schnapp ich euch quasi erst hier drüben. Das nächste Nervige ist ja, dass sie jetzt alle hier rüber marschieren. Gut. Einer war ja noch da. So. Das müssten jetzt alle gewesen sein, oder? Weil wenn das nämlich der Fall ist... Ich höre da noch rein! Oder? Hä? Wow, da ist er! Ich wusste es doch, dass hier noch einer ist. Wusste er jetzt? Ey, ist es dein Ernst, dass du da jetzt nicht dich herausbewegst? Er kommt nicht raus! Ach komm, ey. Ich meine, ich will ihn jetzt sowieso machen, den Drachen. Mal gucken, was du so drauf hast. Drache ist verwirrt. Drache schlägt sich aus Verwirrung von selbst. Ich meine, was macht der da? Ein paar rückwärts Schritte und das war's. Ist alle stolz auf dich. Ah, oh, okay, das war jetzt der Schwanz. Damit habe ich jetzt nicht. Wow, krass. Echt, okay, hätte ich wissen müssen. Au. Ab. Ich habe ihn. Meine, wie einfach mal gar nichts machen kann, du. Seht ihr das? Okay. Jetzt macht er mal was. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich meine, dass er jetzt hier Tanzschritte macht, damit rechnet doch keiner. Das stand jetzt nicht so drin, dass das ein Drachending ist. Glitzerndes, versteinertes Drachenknochen. Sehr schön.
den... Das böse Auge, das kommt mir irgendwie sehr vertraut vor. Ein Drache hat dies, glaube ich, auch schon einst fallen gelassen. Das Ring des bösen Auge. Das ist immer ein Auge, das guckt dich böse an. Absorbiert TP von jedem besiegten Gegner. Okay, das ist ja so meh. Damit haben wir einen Drachen geschafft. Denn wir als Drachenschlechter, ne, das ist halt auch so ein Drachending. Wenn wir erstmal die Drachen hier platt machen. Und, hier wird es erstmal wieder nervig. Weil hier sind auch wieder viele von den Tunichtguten. Da ist hier nicht sonst immer der Magier da oben gewesen? Hä? Doch, da ist er doch. Na, warte du. Oh, da ist er auch wieder. Scheiße, sind hier viele von denen. Schärfe, Fallstein, Glitzerndes. Ja, jetzt zaubert er auch noch. Huggeli, buggeli, wu. Also, der kann wirklich wieder zurück nach Hogwarts. Komm her, du. Ich finde das nicht in Ordnung. Ah. Verdammter Mist hier. Hört auf damit. Den habe ich total vergessen schon wieder. Ja, ganz toll die Glocke. Zeig mir mehr von dieser Glocke. Was heißt da? Kleriker Barber. Parmesan zuhauf. Hopp. Hopp. Oh, ich habe sogar noch nicht mal den Drachen geweckt. Sehr schön. Okay. Dann. Ab. 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 Erwache, Drache. Aber lasst euch nicht erschrecken. Vom American Dragon. Au. Das wäre schief gegangen jetzt. So, schon wieder fast bei der Hälfte. Das ist ein sehr spannender Kampf, wenn ihr mich fragt. Ich und das linke Bein des Drachen. Das würde die Geschichtsbücher eingehen, ich sag's euch. Was anderes ist der Kampf hier eigentlich im Prinzip nicht. Oh, okay, das wäre jetzt fast schief gegangen. Ich bin die ganze Zeit gewohnt, dass er sein blödes Bein hebt. Da, da steht er. Okay, er hat mich wieder getroffen. Ah, tschüss. Passt. Drachen müssen halt auch sterben. Das ist auch so ein Drachending. Was soll man dazu sagen? Feuerorkan. Ah. Schade. Nichts drin. Außer Omelette. Noch irgendwas? Ah! Das ist ja auf jeden Fall noch was glitzern. Hä? Was hat er hier? Goldharz. Hey. Ist eigentlich gut gegen Drachen? Achso, da unten ist noch einer. Hm. Renn doch nicht weg! Du Kackvieh. Oh Gott, die Viecher sind aber auch immer so schnell. Ach Mann, jetzt bin ich schon wieder hier unten. Jetzt muss ich nicht wieder laufen. Das ist doch doof. Aber im Ernst, die Drachen sind jetzt nicht so wirklich gerade spektakulär hier. Die sind sogar eher krüppelig. Die fliegen ja nicht mal. Ich meine, ich bin nicht böse darum, dass sie jetzt eben nicht fliegen. Aber alle schlafen sie. Punkt A. Es macht keine irgendwie mal so einen Schichtwechsel oder so. Ich meine, das sind elitäre Viecher, das ist auch so ein Drachending. Die haben da total Ahnung davon, was sie ja am besten machen sollten. So. Hep. Ah, Dreck, Dreck, Dreck. Hep. Die Viecher sind tatsächlich noch ein Stück mehr unangenehm. Hop. Der wollte sich gerade die Luft jagen. Nein, sage ich dazu. Das gehört sich hier nicht. Nicht bei der Nähe eines Drachen. Horst. So ein Drachending nämlich. Nein, 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 nein. Ah. Ich habe nämlich schon wieder vergessen. Ich weiß, dass er jetzt gleich an der Seite drei auf einmal kommt. Zumindest sehr langsam, sag was so. Hep.
Ah, das hier schon? Ich höre es auf jeden Fall schon mal klimpern. Da, da sind sie. Haben nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit zu warten, bis einer mal rauskommt. Hep. Test. Test. Hier kann man auch nicht drüber jodeln. Macht nichts. Schauen wir mal weiter. Hier war da auf jeden Fall noch ein Drache. Mit Lizards. Okay. Gut, da haben wir den schon mal. Brocken, glitzerner Stein. Oh, ist alles okay. Damit kann ich mit allen tatsächlich anfangen. Aber wirklich mit allem. So, jetzt ist die Frage, ist hier noch irgendwas? Weil das hört man ja meistens. Ich höre zum Beispiel noch was Glitzerndes. Ja, da ist er, aber den werde ich wahrscheinlich nicht erwischen. Den anderen wiederum könnte ich noch erwischen. Die halten mir jetzt zu viel aus. Oh Gott! Wow, 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 wow. Hep, und tschüss. Oh Gott. Okay, nochmal. Es geht dann leuchten. Alter. Uncool. Ja, und wieder ist alles im Arsch. Ach, Mann. Wo kommen die denn auf einmal her? Und wieso habe ich nicht... Nee, jetzt reicht's mir. Ich werde es trotzdem versuchen. Und ich sehe gerade, das ist die Rückseite von dem Ort. Wie geil ist das denn bitte? Hätte ich jetzt einen Duftzweig, das wäre noch besser. Da liegt noch was. Jede Menge Plunder hier. Lebensstein. Nennt man auch Müllerwild. Da komme ich. Oh, wow, 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 Drache, Drache. Warte mal. Ich bin doch Meister Bogenschütze. Die größte Schwäche eines Drachen, Bogen. Das ist so ein Drachending. Ich treffe ihn bloß nicht. Das ist mehr so mein Ding. Ich treffe nicht. Komme ich denn raus? Möchte ich jetzt trotzdem versuchen? Ich habe eigentlich keinen Bock, dann nochmal den ganzen Weg latschen zu müssen. Nur weil die Leute unbedingt bein müssen, mir sowas gegen die Rüstung zu spielen. Ha! Okay, okay. Könnte vielleicht etwas länger werden, der Kampf. Und auch wesentlich kritischer. Trinken. Alter, wie hat er mich jetzt trotzdem erwischt? Ich versteh's nicht. Sollte klappen, finde ich. Sollte klappen. Drache Nummer 3, der wird im Dreck liegen. Ich sag's euch. Ich hab. Das Blöde ist ja, ich habe den Drachen nicht genug Respekt gegeben, weil es auch von Drachen sind, die wollen Respekt haben. Ich habe denen keine Namen gegeben. Wenn ich sie dann irgendwie den Kopf irgendwie über mein Kabinenfeuer hängen lasse. Au. Ey. Uncool. Na, was machst du jetzt? Ich finde, das hier ist die Gertrud. Weil... Gertrud, weil... Versteht ihr? Au, steh auf. Uiuiui. Okay, wir haben es geschafft. Mehr ist nicht wichtig. Wir haben es geschafft. Flammenquarzring. Da liegen noch viele Sachen herum. Ein Blitzstein. Oh, geil. Endlich. Oh, meine Fresse, ein Blitzstein. Pikachu wird endlich ein Raichu. Leute, auf geht's zum Pokémon Center. Nee, ich habe kein Pikachu. Aber ich habe Pichu. Nee, auch nicht.
Na, verdammt. Muss ich jetzt... Wo muss ich jetzt eigentlich noch lang? Wo kann ich denn noch lang? Hier, du, da bleib mal stehen. Ach, siehst du, ich glaube, von da kommen die her. Scherbe, Drachenknochen, kruder Stein. Das ist sehr schön, dass ich so viele Drachenknochen auf einmal bekomme. Ja, ich habe wirklich nichts dagegen. Oh, da liegt noch was. Drachenzahn. Die schärfste Waffe der Welt. Ein Drachenzahn. Warte mal, irgendwo war der Weg. Da bei den kaputten Eiern. Also nicht die, sondern die kaputten Eier. Ne? Gut. Ich höre auf jeden Fall wieder... Ihr Kackviecher! Ist nicht dein Ernst? Nee, 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 nee. Hau ab da! Geh weg! Hau ab! Du bist ja nicht erwünscht! Oh Gott, Alter, wie soll ich denn das überleben? Hep. Seh schon, du hast immer noch die coolen Moves drauf, wie früher. Hep. Da. Hep. Am Ende fangen sie auf einmal an, hier auf richtiges Timing zu achten, oder wie? Das sind keine vernünftigen Bots, okay? Stimmt bei der COD-Profi-KI irgendwie integriert worden oder so. Wette ich mit euch. Okay, was haben wir? Wo kommen wir denn jetzt hier noch raus? Nervig auch, dass wieder hier zwei Invades sind. Meine Waffe ist auch gleich wieder hinüber. Ich darf dann sowieso wieder reparieren gehen, also von daher. Ich bin hier. Wieder. Hier. In meinem Revier. Ich bin mir sicher. Ich bin nicht zu Hause. Dann könnte ich mir eigentlich noch dieses eine Item hier holen. Weil anscheinend bin ich jetzt einmal komplett durchgerannt. Es sind jetzt noch ein paar Lizards da, ja, aber ich will jetzt nicht jeden einzelnen in diesem Video hinterher rennen. Oh, das war mein letztes Flakon, fällt mir gerade auf. Ich versuche jetzt eigentlich nur noch dieses eine Item da einzusammeln. Was am Ende, keine Ahnung, irgendwas für Magie ist, zum Beispiel... Zerstör dich selbst und mach Schaden, was eigentlich überhaupt keinen Sinn machen würde. Ich sehe gerade, so komme ich gar nicht da. Hä? Moment. Heißt das Ding kaputt machen? Nee. Hä? Warte mal, warte mal. Wie komme ich da? Muss ich da abspringen? Okay, dann doch nicht. Aber Selbstzerstörung, Zauber brauche ich auch nicht. Habe ich gehört. Einen Heimatknochen habe ich noch, obwohl ich will jetzt mal die Feder benutzen. Haben wir ja immer bekommen, ne? Warum nicht also benutzen? Jetzt werden wir vom Raben abgeholt. Das ist dann die Rabenlinie 7. Ist immer ein bisschen leicht verspätet, 5 Minuten ungefähr. Reisen, Majula. Deswegen nehmen wir jetzt den Teleporter. Und reparieren mal wieder alles, was wir so an kaputten Sachen haben. Ja. Immer meine schönen Sachen. Die sind nicht da, damit sie kaputt gehen. Die, mit denen kann man auch was anfangen. So, da fällt mir gerade ein, ich kann eigentlich auch verstärken, wenn ich ja schon mal hier bin. Ich wollte ja das, wenn ich es jetzt finde. Na, wo bist du? Ja, komm her. Ja, komm, zeig dich! Ehrlich mal, wo bist du? Das Schild? Das Schwert? Vom Spiegelritter? Also, das Spiel hat's geschafft, ich bin maximal verwirrt. Wo ist die Kacke?
Breitschwert, Battleship Download, Bogen, Klinge. Das ist ein Schwert. Doch, das ist es hier. Ich habe 50 Drachenknochen. Aufwerten wie bekloppt. Los jetzt. Und schon habe ich keine Drachenknochen mehr. Verdammt. Und wir haben ja auch glitzerndes Titanit. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich mal so offline kurz gemacht habe. Bisschen in diesen Schrein herumgelaufen und etwas glitzerndes Titanit eingesammelt. Und jetzt auch wieder mal wohl was Enges. Das wünsche ich ja kaum. Naja. Ja. Schauen wir uns doch mal die Waffe an. Welche Stufe? 5 Verse. Okay. Und es ist verdammt schwer. Also, ja, war zu erwarten. Aber wie soll die Waffe jemals meine Sachen toppen? Obwohl, die macht ja Blitzschaden. Das darf man ja nie missachten. Das ist ja zusätzlicher Schaden. Aber trotzdem immer noch nicht irgendwie so pralle stark. Und hier ist wieder eine Truhe, fällt mir gerade ein, weil ich Majula ins New Game Plus gebracht habe. Hey, Kurzbogen. Cool. Falls mein anderer Kurzbogen kaputt geht. Ha, witzig, was? Okay. Drachenhorst. Fortsetzung. Wir sind ja noch nicht durch. Wir haben ja noch ein wenig was vor uns. Ich hoffe nicht mal allzu viel. Ich hoffe an einen Punkt, an dem wir hinkommen. Ich schau mal, weil... Ach Gott, ich mach's jedes Mal falsch. Ich mach's jedes Mal falsch. Wir müssen doch nur die Leiter hochgehen. Und dann die Kurbel nach ganz oben drehen. Und schon sind wir oben. Okay. Achso, ich muss ja nochmal leicht nach vorne drücken. Damit genug Schwung da ist, um gefühlte 75 Meter zu schaffen. Ach ja. Ist halt Dark Souls. Ne? So, überqueren wir diese Brücke. Lass dir Zeit. Okay. Ich glaube, das war die Brücke, die sie einst damals zur Ankündigung von Dark Souls 2 im Trailer gezeigt haben. Das ist jetzt ein ganz historischer Moment. Wir sind endlich an diesen Ort angekommen, nach unserem doch sehr langen Weg. Und ja. Das war's schon. Jetzt sind wir im Drachenschrein. Das ist der letzte Schrei. Und ich bestimmt ist hier ein Leuchtfeuer, habe ich recht? Ha! Ich bin ein Genius. Alter! Hey, bist eingegangen? Soll ich dich ein wenig gießen? Ja. Das bin ich, jo. Was war jetzt die Frage? Ist es relevant jetzt hier? Wenn ich jetzt das falsche Antwort, nimmst du mein Leuchtfeuer weg? Ja. Was geht ab? Seek the truth. Seek the dark and what lies beyond.
cool, danke. Ich würde gerne das Leuchtfeuer nehmen, wenn du nichts gegen hast. Was soll das? Okay. Drachenschrei, es geht los. Was erwartet uns hier? Haben wir ein wenig Action vor uns? Wow. Der ist groß. Das ist ein großer Level. Und da sind noch mal ein paar kleine von denen. Wollt ihr mich verarschen? Nee, ihr müsst euch jetzt nicht verbeugen. Entweder ihr kommt jetzt hier ran oder lasst es gut sein. Guckt doch mal. Was ist das? Okay. Zack. Da ist klar. Was seid ihr für welche? Los, kommt alleine und ich mach's mit euch. Also, warte mal, das klang jetzt nicht so richtig. Das sind sehr krasse Typen. Boah, scheiße. Die habe ich gebacksteppt. Warum müssen ja auch zwei von denen auf einmal kommen? Was ist denn los? So, wie viel habt ihr denn jetzt so drauf? Erzählt doch mal. Ja, komm. Hopp. Okay, einen habe ich. So geht Backstab. Ah, aufgespießt bist du, Kleiner. Okay, das waren die zwei Kleinen. Wie viele Seelen gaben die mir jetzt? Ich war da vorhin bei 3000 oder 4000. So, jetzt haben wir noch den großen. Den großen Üblen. Ah. Aber er hat dasselbe Kampfmuster wie die anderen Giganten. Bloß schneller und aggressiver. Seht ihr das? Das ist genau dasselbe. Wir waren so ein bisschen sehr sparsam. Hauptsache das Spiel ist lang. Habe ich recht? Habe ich recht? Entwicklerstudio von Dark Souls 2. Ich weiß nicht, wie es das heißt. Oh, ich hätte einen Wahrheitszeug hinter gerne. Oh, ich habe einen. Sehr schön. Öffne dich. Nicht Ruhe. Hey, da ist jetzt eine Falle drin. Oder irgendwas Unbrauchbares. Oder ein Menschenbild. Was habe ich da gesammelt? Maske? Sag mal, was ist denn das? Das Urteil? Okay, das sieht komisch aus. Naja, gut. Also auf jeden Fall habe ich ein Rüstungsset. Warum nicht? So, und da das gerade wahrscheinlich erst der Anfang war und hier jetzt die Creme der Creme mir gegenübersteht, wird es hier noch ein ganz lustiger Ort werden. Nochmal das Gildenleuchtfeuer. Ich glaube, ich sollte es vielleicht mal wohl verwenden, ne? Okay. Also das Nervige ist, dass es so viele auf einmal gleich sind. Meine, schaut euch das mal an. Der macht sogar Geräusche. Oh, was ist das niedlich. Hopp. Au. Okay, der große geht. Der ist überfordert. Sehr schön. Hopp. Das ist schön. Das ist nämlich einer mit einem großen Knüppel und das ist mir jetzt nicht so wirklich was. Eieiei. Gut, das schaffe ich. Hopp! Ja! Oh Gott! Wie gesagt, der hat einen großen Knüppel. Alter. Das kannst du nicht mit mir machen, Kollege. Drachenamulett. Das vermag ja gut, soweit ich weiß. Damn it. Und der steht dann immer und immer wieder da. Oh Gott, nein.
Nein, nein, nein. Jetzt habe ich hier mehrere Wege. Wie könnt ihr nur? Leute, was denkt ihr euch dabei? Ja, ich habe was gegessen. Sorry. Ruhe. Alter, schaut euch das da an. Die warten doch nur auf Frischfleisch wie mich. Verdammt. Das ist ein weiter Weg. Was? Ah, jetzt. Oh Gott, er hat... Oh Gott. Okay, der Pfeil ist nicht schlecht. Komm schon. Das sind quasi auch so Menschen, bloß... wollen sie lieber hier bewahren? Alter, sind die stark hier! Engel ist, glaube ich, nicht mal lange mehr würdig. Oh, okay, beruhig dich. Warte mal, du bist der Letzte da oben, oder? Okay, dich war Arschblatt! Ah, Arschlecken, hä? Verdammt, sind die stark hier, ey. Was ist denn los? Die wollen sie jetzt richtig wissen von mir, oder? Fahlstein. Meine, guckt euch das mal an hier. Was erlauben die sich hier? Scheiße. Ich glaube, ich fühle mich nicht bereit dazu. Was war mein Fehler? Wow. Ich hätte gerne ihre Rüstung, die ist voll cool. Vielleicht, wenn ich die oft genug töte, droppen die bestimmt auch für mich. Alter, die geben 2200. Kranker Scheiß. So, jetzt haben wir noch... Oh, jetzt haben wir den Großschwerttypen. Wow. Für den brauchst du 3 Hiebe, gut zu wissen. Da ist eine Tür. Die Tür ist diesmal nicht verschlossen. Wow. Das sieht aus wie ein Eingang. Nein. Krass. Ja, was haben wir denn hier noch? Oh Gott, eigentlich haben wir da noch einen Weg, den ich jetzt noch gar nicht entlang gegangen bin. Ha. Sag mal, sehe ich so aus, ob ich nichts Besseres zu tun hätte? Hä? Ist hier vielleicht noch was? Nein. Wie viele stehen da? Ich glaube, 8. Was bist du da in der Mitte? So. Big Daddy oder was? Ist klar. Ist klar. Was? Zum Fick! Machen Sie Spatiaten. Kleine enge Räume, wo sie, wo ihre überwältigende Kraft nichts bringen. Ah, ah, au. Ha! Wow, 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 meine Hellebarde ist in Gefahr. Oh shit, oh shit. Die verfolgen mich aber ganz schön weit. Ab, 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 ab. Okay, okay, irgendwann müssen sie. Irgendwann geht, werden sie zurückgehen. Das war der Backstep des Todes. Scheiße! Aber wie lange die mich verfolgen, ist krass. Aber.
ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part, der hier gleich darauf folgt. Und dann, ja, ich muss mich da wieder durchkämpfen. Da liegt jetzt eine Menge Seelen. Zum einen dort und zum anderen der Weg auch so wird wieder unangenehm werden. Damn it. Aber irgendwann hätte man das nicht kaputt gegangen. Immerhin etwas. Gut. Also, was uns da oben erwartet, wenn wir wirklich diese 8 Typen töten, sehen wir in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Bis dahin, macht's gut.